Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute, wie man aus so einem kleinen Johannisbeer-Ästchen ein neues Pflänzchen ranziehen kann. Dafür schneide ich natürlich erstmal halt eben so einen kleinen Ast ab und dann bereite ich Gläser mit Wasser vor. Das ist jetzt erstmal ganz normales Wasser, später habe ich da noch so ein bisschen Smoothie reingetan. Das ist aber wirklich nur ein Experiment gewesen, eigentlich einfach nur Wasser. So, man kann die jetzt ganz normal reinstellen. Ich habe es mir ein bisschen komplizierter gemacht. Ich habe da so ein Band drum gewickelt, natürlich nicht zu fest. Und dann habe ich das einfach reingesteckt und mit einem Gummi fixiert, so dass halt eben dieses Ende von dem Ast frei schwebt und halt eben nicht auf den Boden stößt. Das schadet dem so ein bisschen. Da kann es sein, dass das nicht so schnell in Wurzeln schlägt. So, und dann stelle ich das einfach zu den anderen auf die Fensterbank. Ich habe da jetzt 5 und warte ab. Also die tanken da jetzt einfach Sonne. Dann habe ich noch 2 Ideen für euch, wie man kleine Schildchen machen kann. Ich habe nämlich vor, meine Johannisbeeren zu verschenken. Und da ist es natürlich ganz schön, wenn man so, ja, als Empfänger des Geschenkes weiß, was das ist. Und deshalb habe ich halt überlegt, ich mache noch Schilder dazu. Das hier sind jetzt einfach so Eisstiele, die kann man, ja, inzwischen kann man sie nicht im Laden kaufen, aber man kann sie im Internet bestellen oder ganz viel Eis essen und die aufheben. Und da habe ich das dann einfach draufgeschrieben. Da könnt ihr natürlich halt eben auch kreativere Schreibweisen benutzen oder halt auch bunte Farben oder Muster dazu machen. Aber das hier ist auf jeden Fall die bessere Variante, wenn die Pflanze draußen stehen soll, weil das ja eben Holz ist und der Stift ist auch permanent. Und dann habe ich halt noch eine zweite Variante. Dafür habe ich einen Papierstreifen genommen und den am Ende so schön abgeschnitten, damit das so ein bisschen aussieht wie so eine kleine Fahne oder sowas, ich weiß nicht. Das habe ich dann auch wieder um so einen angespitzten Eisstiel geklebt und da was Schönes drauf geschrieben. Auch da könnt ihr natürlich wieder völlig anders schreiben. Ihr könnt auch einfach ein Bildchen malen oder irgendwas Schöneres. Hier ist es natürlich so, dass das nicht wirklich gut draußen stehen kann wegen des Papieres. Da kann man vielleicht auch laminiertes Papier nehmen, aber ich denke, ja, da kann man auch einfach direkt auf die Eisstäbe drauf schreiben. Ja, und das sind dann alle zusammen. Ihr könnt ja gerne überlegen, ob ihr die nachmacht, wenn ihr auch Johannisbeeren zieht. Viel Spaß! So, und es sind jetzt ungefähr 2 Wochen vergangen. Ich habe die Johannisbeeren wirklich einfach nur in diesen Gläsern drin gelassen und halt eben immer wieder Wasser nachgeschüttet. Einmal auch verdünnt mit Smoothie. Das war einfach so ein Experiment von mir. Hat auch relativ gut geklappt. Also die sind eher schneller gewachsen als langsamer. Und bis auf diesen einen hier haben auch alle Zweige Wurzel geschlagen. Und ja, jetzt sind sie langsam bereit zum ausgepflanzt werden. Und dann werden sie verschenkt. So, ich mache das Ganze jetzt draußen. Und das hier sind die 3, die gut geworden sind. Hier sind die 2 anderen. Der hier hat keine Wurzeln geschlagen. Und bei dem hier nur ganz wenige. Und dann sind da so... Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, aber das sind alles so kleine Blattläuse. Und ich glaube nicht, dass sich das lohnt, den einzupflanzen. Ich denke, der hat schon recht lange darunter gelitten und schafft das vielleicht nicht, das zu überleben. Genau, aber für die 3 hier habe ich jetzt so Becher gefunden. Also so, mein Gott, ist das laut.
Also, für die drei habe ich diese Becher hier rausgesucht. Die hatten wir noch in der Garage. Da könnt ihr natürlich auch einfach Plastikbecher nehmen oder so. Wichtig sind aber diese Löcher am Boden. Also die, ich weiß nicht, eigentlich hat man so Becher zu Hause, oder? Also jedenfalls, genau, die braucht man dann. Und dann werde ich jetzt die drei Johannisbeeren von den Bändern und von den Gummis befreien und mit der neuen Blumenerde in die Behälter tun. Und fertig sind sie. Ich finde, die sehen richtig gut aus. Die lasse ich jetzt erstmal noch weiter stehen, dann treiben die Wurzeln noch ein bisschen weiter aus und dann packe ich die unten mit Backpapier ein und verschicke die. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht das vielleicht ja auch nach. Viel Spaß dabei und tschüss!